Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu FIFA 16 Karrieremodus. Nächstes Spiel. Und zwar, wie ihr seht, auswärts gegen Hannover in der Bundesliga diesmal wieder. Beim letzten Mal hatten wir ja ein Spiel im Pokal gegen Hertha. Was sie mal so locker nebenbei gewonnen haben. Und, bam, Alter. Und, ja, diesmal spielen wir halt gegen Hannover. So. Alles klar, so. Gut, schauen wir mal, was diesmal so geht. Sieg ist natürlich Pflicht. Sieg ist eigentlich gegen jeden Pflicht. Außer gegen die ganzen Spitzenmannschaften. Nein, Spaß, da müssen wir natürlich auch gewinnen. Wir müssen einfach alles gewinnen. Und dann ist alles cool. Der Wasserschneider. Immer noch Abschluss. Was, ein Foul von mir? Nur weil er den Ball so verstolpert und zu dumm ist, den Ball zu kontrollieren. Birki hat der. So. Sie werden taktisch ein bisschen was verändern müssen. Ganz genau, sie sollen jetzt. Ich wollte gerade sagen, das war kein Follower. Hat er sich nochmal ganz gut gerettet. Soll ich den direkt reinzwibbeln? Wow! War der knapp oder war der doch ein bisschen weiter weg? Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, aber es gibt auch keine Wiederholung. Alles klar, dann war es wohl doch scheiße einfach. Ich glaube, so 37 Meter sind auch ein bisschen viel. Wird's jetzt gefährlich? Klar wird's jetzt gefährlich. Aufpassen, jetzt kommt die Flanke. Super Flanke! Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Richtig voll und das ist dann kein gefährlicher Kopfball. Kann ich das bitte nochmal sehen? Was war das denn für ein Kopfball? Ist der vollkommen verblödet? Wie habe ich den Kopfball denn getroffen? Absolut. Komplett daneben. Jetzt Vegetarier. Alter, das war keine Absicht, dass ich nach vorne passe. Ich war nur überrascht, dass ich den Ball wieder bekomme. Komm drauf da, Jungs. Drauf. Auf geht's, Leute. So geil, der Gesang. Hallo, drauf jetzt, Jungs. Im Prinzip hätte das schon das 1-0 sein müssen, ja. Wollen wir uns gar nichts hier vormachen oder so. Das musste eigentlich das 1-0 sein. Da brauchst du nur deinen scheiß Schädel hinhalten, dann geht der eigentlich rein, aber gut. Albornoz. Und jetzt haben sie den Ball. Kagawa. Gutes Zuspiel. Oh Mann, ey! Gut gemacht. Schade. Der Ball ist erstmal geklärt. Ich würde mal sagen, wir sind gerade am Drücker. Hallo, was war das denn jetzt wieder? So ein dummer scheiß Ballverlust wieder. Unnötig. Albornoz. Drauf da, Jungs. Drauf. Salif Sané. Wir kommen hinten nicht so wirklich raus, oder? Wow, Mr. Hackentrick. Was ist hier los? Drauf, da geht er. Sehr gut reingespielt. Ah, der geht ganz weit weg. Den kriegt er nicht mehr. Was? Was ist hier los? Das ist die Chance. Ist es nicht. Lauf! Das ist ein, ich wollte gerade sagen, Alter. Die kloppen mich hier die ganze Zeit kaputt. Das muss doch mal eine Karte geben. Den zwirbel ich jetzt rein. Wow! Was ist los? Was hat er gesagt? Mit Ansage? Geht doch. Und der war ja nicht mal so krass gut geschossen. Würde ich jetzt selber mal behaupten, oder? Der dreht sich einfach weg, die springen gar nicht hoch. Zieh den Schuss rein, die drehen sich einfach nur weg. Nö, haben wir nichts mehr zu tun. Da hätten wir also das 1-0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Ach, scheiße.
Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Gute Flanke. Hasse, weg damit. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Marco Reus am Ball. Das ist einfach Reus. Das ist einfach Reus. Und Elfmeter. Er gibt den Elfer für Dortmund. Kann ich es machen? Kann ich nichts machen? Weißt du, ich laufe, du Faulen. Okay, der ist ja schon vorher abgehoben. Sieh durch das mal rein. Der ist ja schon vorher so seitlich in die Luft gelegt. Na gut, das war. Ich weiß gar nicht, ob man das so krass beeinflussen kann, aber extra gemacht habe ich es jetzt nicht. Weil ich spiele eh die ganze Zeit besser als die Mannschaft. Zack, den klopfe ich schön rein. Mach den Fisch. Tot. Sauber vom Punkt verwandelt. 2-0. Hier von Marco Reus, da hat alles gepasst. Jetzt steht es 2-0. Ja, ich komme ganz gut klar gerade. Es gefällt mir, aber man weiß ja nie, wa? Also wie ich spiele, ich merke das auch immer wieder selber, so wie ich spiele, ist es halt auch sehr ausdauerintensiv. Ich gehe immer direkt drauf, pressingmäßig. So. Super Flanke. Oh, schön verpasst. Der ist im Aus. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Sehr schön. Oh, ist jetzt schon mit dem Doppelpack, ey. Hallo, hallo. Ach Gott, ey, seht ihr das? Ah, schlecht von mir, richtig schlecht einfach. So. Okay. Ey, warum lässt du den nicht durch? Oh, scheiße, ich mach's mir immer selber schwer. Das war's mit dem Angriff, er fängt den Ball ab. Hallo? Den Ball holt er sich. Drauf, 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 hier, was ist denn los? Nur Ballverluste immer bei mir, ey. Ich bin so scheiße unsicher. Ach. Ecke. Jetzt lächerlich. Ich hab den abgeblockt. Das hab ich jetzt aber nicht gesehen, ne? Komm, komm, komm. Pfeif doch ab jetzt. Okay, 2-0 zu Halbzeit. Alles läuft nach Plan, Leute. Alles läuft nach Plan. So, mal ein bisschen wechseln hier, dass sie alle zufrieden sind mit dem Trainer. Eine lasse ich mir nochmal übrig. So. Weg, weg, zack. Wow, shit, man. So crazy shit. Das war ja wohl ein Foul hier. Nicht mal Vorteil bekommen oder was? Da geht er gut dazu. Na, shit. Benchop. Wo ist meine Abwehr? Was ist denn da los? Totales Chaos hier. Auf der Ginter, schön gemacht. Erstmal raus damit. Komm, Bellarabi. Komm, 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 die kriegst du noch. Schön. Auf Reus. Wunderschöner Pass. Was? Der wird abgefangen. Ey, die hohen Pässe, wa? Die brauchst du einfach fast gar nicht mehr machen. Die werden auf jeden Fall vom Computer sehr gut abgefangen. Die Führung haben sie auch ihm und seinen Tor. Geht er rein! Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Jetzt sind sie am Ball. Es ist so schön, dass der Buschmann so wenig sagt, wa? Man hat es gerade schon wieder gehört. Ja, dem Reus, ihm und seinen Toren hat man es zu verdanken, dass Dortmund in Führung ist. Was ist das für ein Spruch, Mann? Was ist das für ein dummer Spruch? Sag doch gleich, man muss Tore schießen, um zu gewinnen. Was ist das für ein... Also kommt jetzt die Flanke rein. Und jetzt ist so offensichtlich, weil nee, natürlich nicht. Damit hat es natürlich nichts zu tun. Ah, scheiße. Der Kopf dran, aber der
Ey, was ist denn los hier? Ich habe auf jeden Fall deutlich die Überhand. Ist es jetzt nur, weil es Hannover ist oder weil ich so extrem krass bin? Ja, Spaß natürlich, Leute. Hast du, Birki? Schön. Auch noch was gehalten hier. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Sie kommen nicht durch, gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ginter. So, los, Konter jetzt hier. Shinji Kagawa jetzt. Abseits, oder? Er hätte aber auch... Abseits ist okay, aber wie der den, wie der schon wieder neben dem Ball hergelaufen ist, als wenn er mit dem Ball irgendwie Händchen halten will oder so. Geh doch direkt zum Ball, bring den unter Kontrolle. Was war das für eine Aktion hier? Gar kein Problem. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Ran geht es gegen Leverkusen. Nein, ich wollte die ganze Zeit die, flache Flanke spielen, aber der Ball war weg. Er war away. Und jetzt der BVB. Nun sogar dies. Totaler Blödsinn. Oh shit. Ich hätte zum Tor zurückspielen müssen, aber gut, ist nichts passiert. Alles cool. Alles cool. Alles cool! Ich will unbedingt das Gegenteil. Wie stark muss man? Geht dieser L2-Trick gar nicht mehr? Jetzt geht es. Jetzt spielt er nach außen, so wie ich es wollte vorhin. Na gut. Und jetzt Bellarabi. Nun Kagawa. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Abseits. Schon wieder abseits. Ach, das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich will das 3-0 noch machen. Schön Hattrick hier. Salif Sané. Und er schießt. Der Ball. Ach, easy, locker. Gar nichts passiert hier. So, wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Na, so. Geht knapp drüber. Für die letzten paar Minuten. Ginter. Komm. Der Abwehrspieler ist da. Ah. Abgefangen. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Der geht rein. Okay, doch nicht. Ja, 2-0 steht's hier aktuell und wir schauen schon mal, gegen wen es als nächstes geht. Der kommende Gegner von Hannover 96 heißt FC Augsburg. Sie hätten heute mehr investieren müssen, vielleicht dann ja im nächsten Spiel. 6 Minuten sind noch zu gehen. Schmiedebach. Sokratis am Ball. Oh. Geh doch zum Ball, was ist denn los hier? Ja, faul, exakt. Sehe ich exakt genauso. Und er pfeift abseits. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Und warum sieht Bellarabi nicht aus wie Bellarabi? Das ist doch einfach... Der sieht aus... Und Gündogan. Und jetzt der Schuss! Wow, shit! Oh, ich weiß gar nicht, ob Brandt links- oder rechtsfuß ist, aber der war gar nicht mal so schlecht. Schon abgestoppt. Und dann wollte ich den Zwirbler ins lange Eck machen, aber das hat nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Ja. Zieler. Andreasen. Komm, den hast du doch wohl. Den hast du noch! Was ist denn los, Mann? Der ist schon am Sack, deswegen kann man da nicht mehr hinterher. Schmiedebach. Sehr schön, 2-0. Und damit der Sieg für schon wieder gewonnen. Es ist nicht schön, Leute. Wunderschön, oder? Ja.
Bayern gewinnt natürlich auch. Gut gegen Augsburg. Ohne Unterstützung haben sie wahrscheinlich gewonnen. Ja. Nicht so wie in echt. Gut. Ach so. Oh, Training. Bevor ich das vergesse. Das geht ja gar nicht klar hier. So, Aubameyang. Jetzt mach doch mal ein bisschen was, dass du wenigstens einen kompletten Punkt steigst auf 83. Das wirst du ja wohl hinbekommen. So, Reus will ich auch wenigstens einen Punkt machen. Komplett erhöhen auf 88. Dann kann man den dann vielleicht mal tauschen. Genauso bei Gündogan will ich auf 84 bringen. Und dann, wie gesagt, kann man den mal austauschen. Aber ich nehme diesmal nochmal Elrond und dann gucken wir mal, wie sich das verhält jetzt. Im Vergleich zum letzten Mal. Und bei dem auch. Die haben ja beide dann beim letzten Mal ja abgekackt im Runde. Gucken, ob es diesmal besser aussieht. Ja, B und C, das meine ich. Also es schwankt immer extrem und Aubameyang kriegt ein F. Das ist doch... Pflaumenkopf, du. Naja, gut. Immerhin die anderen beiden, die kriegen es wenigstens hin. Gut. Was haben wir hier noch? Spieler verkauft, ja, ja, ja. Na gut. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter. Und zwar ist es dann schon eher so ein kleines Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen. Einen guten Konkurrent. Bayern hat nur 7 Punkte, sehe ich gerade. Krass, wir sind Erster im Prinzip eigentlich. Mainz hat ein Spiel mehr, hat auch 10 Punkte. Also wenn wir gewinnen, sind wir Tabellenführer. Und Reus ist auch aktuell der beste Torjäger der Bundesliga. Wenn das mal so in echt wäre, ne? Schade, schade. Na gut, egal. Leute, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.